Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch heute wieder einmal für eine Wochenlegung, und zwar für den Zeitraum vom 11. bis 17. Juli 2022. Ja, damit sind wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte schon wieder mal angekommen. Wie ich finde und mich wiederhole, vergeht die Zeit doch wie im Flug. Und heute mache ich mal eine ganz andere Art wieder zwischendurch der Legungen. Und zwar lege ich jetzt überlege ich, wie ich es am besten euch beschreibe. Also es gibt eine Karte aus dem Krafttier Orakeldeck. Dann gibt es eine weitere Karte, und zwar aus einem neuen Deck von Doreen Virtue. Und die Folgekarten alle für diese Legung hier heute, für die Überschriften, die sind alle von Doreen Virtue. Also als erstes in diesem Fall das Feentarot. Wie gesagt, es sind neue Karten, deshalb muss ich da besonders mit dem Mischen achten, dass wirklich nur eine Karte fällt, weil die müssen dann wirklich immer erst sehr gut eingearbeitet werden sozusagen. Ich habe sie zwar schon mehrfach jetzt gemischt, oh Gott, was rede ich, verzeiht, ja, die Wärme geht auf mein Sprachzentrum. Nein, also ich habe sie schon, wie gesagt, mehrfach jetzt gemischt und denke, da schmuggelt sich auch schon eine raus, dass ich das damit, das soll erfüllt habe. Dann kommen wir als weitere Karte zu dem Engel-Tarot. Wie gesagt, alle Karten der Überschrift hier, insgesamt vier, sind bis auf das Krafttier-Orakel-Deck von Doreen Virtue. Also das heißt, die drei Folgekarten hier nach dem Krafttier. Und zu guter Letzt aus dem Tiere-Tarot auch noch eine Karte. Und wenn wir die Überschriften uns angeschaut haben, dann mache ich noch eine ganz kleine Legung mit dem Mondnacht-Lenormand-Deck, um vielleicht noch mehr ins Detail zu gehen, was uns in dieser Woche hier erwartet. Ja, die Zeit des Mischens will ich jetzt noch nutzen, um euch ganz herzlich zu danken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar, für das Aktivieren des Glöckchens, für eingehende kleine Spenden. Ich danke euch wirklich von Herzen, egal welche Art der Anerkennung ihr mir hier zurücklasst. Ich freue mich über jede. Und ansonsten alle verwendeten Kartendecks, also nicht nur die für heute, sondern auch für meine sonstigen Legungen, findet ihr immer hier unter meinem Link in der Infobox. Und natürlich ist auch dieses heute wieder, wie all meine Legungen, eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber ihr merkt das ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung reingeht. So, meine Lieben, dann beginne ich mit der Überschrift des Krafttier-Orakels. Da haben wir den Skarabäus, Schöpferkraft. Ein heiliges Glückswesen hat den Weg zu dir gefunden. Eine fruchtbare Phase kündigt sich an. Dein Leben zeigt sich in einem frischen Glanz. Wow, eine fantastische Überschrift, wenn man da, wie gesagt, drauf hoffen kann, dass es einfach, ja, beginnt, immer mehr ins Positive zu gehen. Alles, worauf wir vielleicht schon auch anhand der Legungen erkannt haben, lange schon gewartet haben, das heißt auf Veränderungen, auf Neuanfänge, alles
wurde schon über einen ganz, ganz langen Zeitraum immer wieder betont. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen. Aber in den letzten Legungen habe ich erkannt, dass es also kurz vor der Vollendung ist. Und wir schauen jetzt bei dem Feentarot, da haben wir die wunderschöne Karte Balance. Ziehe die Einwände aller Beteiligten in Betracht. Verschmelze unterschiedliche Sichtweisen, um eine gute Lösung zu schaffen. Lass dir Zeit. Es gibt keinen Grund zur Eile. Also mit anderen Worten, um diesen Weg hier zu gehen, dein Leben zeigt sich im frischen Glanz. Wirst du dich mit anderen noch zusammentun? Das heißt, für den einen oder anderen spielt die Familie da auch eine Rolle. Und da sollte man natürlich, wenn einem das wichtig ist, berücksichtigen, die Meinung anderer in seine Pläne einfließen zu lassen. Wir schauen, was das Engeltarot uns zeigt. Da haben wir den König der Erde. Großzügig, professionell, verantwortlich und praktisch. Auch eine wunderschöne Karte, die eigentlich hier sehr deutlich die Natur auch zeigt. Und wir haben hier den Spruch, eine Zeit des Erfolgs. Akzeptiere, was man dir anbietet, vertrauensvoll. Denn was du anfasst, wird zu Gold. Also meine Lieben, es ist immer wieder faszinierend, wenn man mehrere Decks miteinander zu einer Aussage bringt und das so harmonisch aufeinander zutrifft. Wir haben das Leben zeigt sich im frischen Glanz. Eine fruchtbarere Phase kündigt sich an. Und hier haben wir, akzeptiere, was man dir anbietet, vertrauensvoll, denn was du anfasst, wird zu Gold. Also ich denke, es wird für ganz, ganz viele von euch hier eine fantastische Woche, wo sich irgendetwas Wunderbares zeigt und ereignet. Und bei dem Tiere-Tarot haben wir auch ganz süß drei des Herbstes. Ihre Arbeit wird dann erfüllend und profitabel sein, wenn sie ihrem Herzen folgen. Sie werden ihr Lebensziel am besten erreichen, indem sie ihre Talente und ihr wahres Selbst erstrahlen lassen und so der Welt offenbaren. Also im Grunde genommen, mit anderen Worten, geh deinen eingeschlagenen Weg weiter. Vertraue darauf, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast. Beziehe Menschen, die dir wichtig sind, in deine Entscheidungen, aber schau nach vorne. Du kannst alles erreichen. Du kannst deinen Weg wirklich unbeirrt gehen, voller Zuversicht, voller Vertrauen und wirklich sagen, alles, was hier auf mich wartet, kann nur positiv sein. Also wir gehen also alle jetzt wirklich in fantastische Phasen unseres Lebens. Jeder sicherlich auf eine andere Art. Aber jeder sieht ja auch das, was sich für ihn in Gold darstellt, also mit anderen Worten, mit Wunscherfüllung darstellt. Jeder sieht das auch anders. Und deshalb kann man sagen, wichtig ist nur zu erkennen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und dass ihr wirklich das Ziel fast komplett erreicht habt. Und das ist eigentlich das, was euch Mut machen soll, weiter diesen eingeschlagenen Weg jetzt beizubehalten. Auch wenn es noch die eine oder andere Diskussion gibt, vielleicht auch mit denen, die man einbeziehen will. Vielleicht muss man die erst überzeugen, aber man muss Balance halten. Man muss versuchen, allen inklusive sich selbst gerecht zu werden. So, und nun schaue ich mal, was hier als erste Karte kommt. Und da bauen wir dann noch ein bisschen drauf auf. Da haben wir sie schon. Ja, wenn das nicht der richtige Hinweis zu diesen Überschriftskarten ist, wir haben hier das Kind. Das Kind weist uns hin auf den Neuanfang.
Es kommt zu einem Neuanfang, egal welche Richtung da für euch vordergründig ist. Bei dem einen kann es der Beruf sein, eine berufliche Veränderung, eine berufliche Neuerung. Bei dem anderen kann es auch im privaten Bereich sein, dass eine Beziehung vielleicht einen Neuanfang erfährt, indem man sagt, wir raufen uns wieder zusammen. Es kann aber auch ein Neuanfang sein, indem man eine Sache beendet und nach vorne schaut. Das ist eine Sache, die jeder für sich entscheidet. Also es gibt viele, viele Themen, worauf dieser Neuanfang hinweisen kann. Wichtig ist zu erkennen, dieser Neuanfang, den jeder euch von euch da anstrebt, der bringt euch Gesundung, der bringt euch in eure Kraft zurück. Ihr könnt euch verwurzeln, ihr könnt, ja, ihr habt die Kraft hier, alles, was ihr anfasst, zu Gold symbolisch zu wandeln. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Und wir schauen mal jetzt, was hier noch zutage tritt. Dieser Neuanfang, der sich hier als erste Karte zeigte, der wird schnell, sehr, sehr schnell und überraschend kommen. Also eine Veränderung, die euch in diesen Neuanfang bringt, die kommt schneller wie erwartet. Aber ihr braucht es nicht befürchten. Im Gegenteil, ihr kommt in die Gesundung, in die Kraft, in die Verwurzelung, in die Sicherheit mit dem Schlüssel. Ihr erreicht Sicherheit und fühlt einfach, dass ihr ja, das Glück in Händen haltet. Das Glück, das hier auf euch wartet, das sich hier mit diesen vier Überschriftskarten ganz genau und deutlich zeigt. Und schaut euch das einmal an. Dieser Neuanfang, der überraschend und schnell kommt, plötzlich, der euch in diese Kraft zurück, in die Gesundung bringt, der euch Sicherheit und Glück bringt, der bringt euch die höchste Glückskarte aus dem Lenormand noch dazu, nämlich die Sonne. Das heißt, wirklich völlig ohne Angst an jeden Neuanfang rangehen, darauf vertrauen, dass ihr die Hilfe an eurer Seite habt, die nötig ist. Euch mit Beteiligten wirklich in Balance zu bringen. Das heißt, einen gemeinsamen Weg zu finden. Vertraut darauf, dass ihr alles wirklich zum Positiven wenden könnt und ihr habt wirklich das Zeichen eurer Arbeit, egal in welcher Form, die wird sich jetzt belohnend zeigen. Und da stehen euch auch noch treue Freunde, loyale Freunde, wirklich hilfreich und unterstützend zur Seite. Wenn ihr schlau an alles rangeht, beachtet immer, alles genau wirklich zu prüfen. Das heißt, in diesem Überschwang des Glücks, dass man etwas erreicht, bitte nicht leichtsinnig werden. Das habe ich auch in den letzten Legungen ab und zu erwähnt. Wichtig ist, wenn es zu Verträgen kommt oder zu Beschlüssen kommt, mit Ämtern, mit Banken, egal mit Maklern, was ihr vorhabt, bitte alles, wirklich alles genauestens durchlesen, bevor ihr etwas leichtfertig unterzeichnet. Ihr müsst, wie gesagt, schlau vorgehen. Und das ist nochmal der Hinweis, genauestens zu beachten, was ihr unterschreibt und was ihr in Gang bringt. Das Ganze zeigt sich auch in der heutigen Legung wieder sehr stabil auf euren häuslichen Bereich bezogen. Das heißt, auf euer Fundament. Bei dem einen oder anderen kann es sich da um ganz gravierende Veränderungen im häuslichen Bereich drehen. Das heißt, ihr könnt einen Umzug planen, ihr könnt eine Auswanderung planen, ihr könnt einen Immobilienkauf planen oder einfach nur eine Umgestaltung eures Zuhauses.
Wichtig ist aber, wie gesagt, der Hinweis, beachtet alles. Es dreht sich ja auf jeden Fall um einen Neuanfang. Und den kann man auch wunderbar wirklich in Angriff nehmen. Die Ausgangsposition dazu ist super. Aber der Fuchs weist darauf hin, wirklich schlau rangehen. Nicht leichtfertig sich was aufschwatzen lassen. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, egal was ihr vorhabt, in welchem Bereich, auf welchen Bereich sich all das hier bezieht, es ist ein Lebenszyklus, der hier mit dem Sarg anzeigt, dass dieser jetzt zu Ende geht. Der Lebenszyklus, wo sich hier ein Neuanfang zeigt, der geht jetzt zu Ende und der neue beginnt. Das ist eine Lebensphase, die sich ändert. Wie gesagt, münzt es um auf das, was ihr wirklich anstrebt, verändern zu wollen. Sei es beruflich, sei es partnerschaftlich, sei es wohnungsmäßig, das ist eure Entscheidung. Für viele zeichnet sich auch hier wieder Reiselust, weggehen, etwas verändern. Was ich sagte, für den einen oder anderen kann es sich auch um den Wunsch nach Auswandern drehen. Auch da würde man sehen, dass dieser Neuanfang greift. Aber auch da gilt es zu beachten, die Balance zu halten, die Beteiligten mitreden zu lassen, mit zu berücksichtigen. Aber egal, wie es kommt, es wird zu einem Neuanfang kommen. Denn dieser ist schicksalhaft hier vorgezeichnet. Das heißt, es wartet auf jeden Fall dieser Neuanfang auf euch. Wichtig ist nur, den richtigen zu erkennen. Und diese ganzen Sorgen und Belastungen, die euch bis jetzt vielleicht noch so begleitet haben und euch verunsichert haben, die wirklich hinter euch zu lassen, positiv nach vorne zu schauen und darauf zu vertrauen, dass es sich alles in eurem Sinne entwickelt. Ihr werdet viele Kommunikationen über diesen Neuanfang auch in Gang setzen und führen. Das heißt, die sind auch notwendig, diese Gespräche, ob das, wie gesagt, telefonisch ist oder ob das schriftlich manifestiert wird. Wichtig sind diese Kommunikationen, um aus all euren Verstrickungen, aus allen Umwegen, die vielleicht bis dato immer so euch von dem richtigen Neuanfang abgehalten haben, um da rauszukommen. Die Schlange ist, wie gesagt, nicht immer etwas Negatives. Die Schlange deutet auf eine Gesundung hin. In dieser Legung auf jeden Fall unterstrichen. Gesundung eures neuen Lebenszykluses. Das heißt, ihr werft symbolisch eine alte Haut, wie man bei der Schlange sagen würde, sie häutet sich. Eine alte Haut wird abgelegt und es entwickelt sich etwas ganz Neues. Und wie man hier sieht, anhand der Überschriftskarten, ist es auf jeden Fall etwas Wunderbares, etwas Positives, etwas, was euch an euren Hafen bringt, an den Hafen, um zu sagen, hier bin ich angekommen, hier kann ich den Anker werfen, hier fühle ich mich jetzt angekommen an meinem Ziel und genau das betrifft euch unmittelbar persönlich, rauszukommen aus eurem Rückzug, in den Umbruch zu gehen und darauf zu vertrauen, dass ihr mit diesen Überschriftskarten wirklich eine fantastische Woche vor euch habt, wo viele von euch wirklich diesen Neuanfang jetzt in Gang setzen können. Ich wünsche uns allen eine fantastische Woche und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch, bis bald!